musste. Hallo, hier ist euer kriegstreibender Jan. Und der vollkommen unschuldige Jakob, der Schlangenzunge Jakob. Der nicht irgendwie Jan belatschert hat, Krieg anzufangen. Das waren die Daloks ganz alleine. Oh, hier oben ist ja noch mein Speer. Aber es ist vielleicht. Guck mal, die Daloks machen Scheiß. Das sind kleine Pussys. Ja. Die können gar nichts. Dein Speer ist da doch auch nur, weil du eine Kolonie da haben willst, oder? Nee, den habe ich dann nur so hingeschickt. Okay, die Menschen sind hier wohlgesonnen. Ja, sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Sie machen nichts. Ich habe hier gleich mein Kolonieschiff. Ich habe dir ja gesagt, die Daloks haben unsichtbare Schiffe, bis sie dann direkt vor deiner Haustür stehen. Ach ja, stimmt. Aber es kommt Dick 2K schon mal. Ja. Jetzt habe ich mein Kolonieschiff und kann jetzt... In Simak, genau. Bis dahin kommen die Daloks ja auch nicht. Insofern ist das ein sicherer Planet. Und ich hoffe, dass du ihn erreichst vor irgendwelchen anderen Leuten. So, Remastered baut sich jetzt seine Basis. Jetzt greifen sie in Remastered an. Nein! Oh Gott, und ich habe da nichts. Ich habe nichts. Ja, sie aber auch nicht. Naja gut, sie haben da einen Kreuzer. Der ist aber nicht sonderlich gefährlich. Kann ich überhaupt retreaten? Ja, kann ich. Ja, ich glaube. Ja, aber ich kann es ja drücken. Was? Weißt du, dann greifen sie halt direkt den Planeten an. Mhm. Allerdings mit den zwei Schiffchen, die sie da haben, werden sie da kaum was kaputt machen können. Es vergehen jetzt ja keine Turns, während ich diesen Krieg jetzt führe, ne? Genau, das ist vor der eigentlichen Spielrunde. Ja, aber wenn ich jetzt, mein Schiff geht doch eh kaputt. Ach so, warum? Das ist nicht gesagt, guck doch, wie die gerade geschossen haben. Ja, aber ich meine, was bringt mir das denn jetzt hier? Ich kann jetzt hier 5 Stunden können wir piech, piech, piech machen und dann geht meins wahrscheinlich trotzdem kaputt, weil er hat ja nur mal einen Kreuzer. Und dann greift er doch eh meinen Planeten an. Und da kein Turn vergeht, versuche ich doch lieber meinen Speer zu retten, oder? Ja, zieh ihn mal ab. Warum haben wir überhaupt einen da stehen? Weiß nicht, ja, wir hatten nichts zu tun, ne? Ah. Ja, weg ist er. Lässt seinen Planeten schutzlos zurück. Ja, genau. Und jetzt sind sie da erstmal einfach im Orbit. Das bedeutet, dass der Planet jetzt gerade blockiert ist. Siehst du, Blockade. Ach, dann kann ich ja auch nichts bauen? Doch, du kannst was bauen, du kannst bloß nichts kaufen. Du kannst keine Waren dorthin liefern. Das heißt, die Frachter, das solltest du nur tun, bis du zu wenig Nahrung dort hast. Es ändert sich nicht. Hast du immer noch genug Nahrung? Ja, aber es ändert sich eh nichts an der Bauart hier. Ja, nee, du solltest ein paar mehr Leute dann, solange diese Blockade anhält, in die Landwirtschaft stecken, damit da keine Hungersnot irgendwie ausbricht. Aber selbst wenn, dann würdest du das per Meldung halt auch immer noch mitgeteilt bekommen. Die hängen jetzt einfach nur im Orbit rum und nerven und unter Umständen werden sie sich irgendwann wieder zurückziehen, aber ich würde sagen, dass sie es in den nächsten Zügen nicht tun werden. Okay, und außerdem wird ja jetzt gerade Dick 2K gebaut. Ja, und spätestens wenn du damit dann dorthin fliegst, dann werden sie sich umgucken, ob sie denn wirklich da bleiben wollen. Ah, guck, sie haben die automatisierte Fabrik zerstört. Er ist natürlich scheiße, sie werden die Gebäude jetzt so einzeln so ein bisschen zerstören, aber okay. Guck mal, wir können ja eh gewinnen. Ja, es wird wieder nix, aber... Und selbst 13 von 27. Und die 2/3 Mehrheit haben wir wieder verpasst. Der Kriegsfürst. Mhm. Das gefällt mir. Ausbilder? Weiß ich gerade nicht. Alle Schiffe 7. Was? Oh, das ist aber nicht schlecht. Ja. Arbeitsleiter. Oh, 75%, das ist cool. Ach so, das ist aber ein... Das ist, glaube ich, wenn das ein Arbeitsleiter ist, ist es, glaube ich, kein Schiffs... ist egal, ich habe ja noch eine Kolonie übrig. Ja, und du hast gerade massig Geld. Ja. Ja, genau, Remastered hat zu wenig, das heißt, da solltest du noch wen mehr in die Landwirtschaft stecken. Ja. Weil da gerade eben kein Futter angeliefert werden kann. Aber die fucking Raketenbasis braucht einfach immer länger. Ach ja, weil jetzt ja meine automatisierte Fabrik weg ist. Mhm. Das war ein schwerer Fehler. Das war ein schwerer Fehler, dass ich die nicht sofort gebaut habe. Das war ein schwerer Fehler, dass du diesen Krieg angezettelt hast. Du kannst mich mal, ey. 18 Tage braucht Dick noch. Was ist denn hier los, ey? Alles bricht zusammen. Das nennst du zusammenbrechen? Schau dich mal erstmal um, was nachher die Sakra mit dir machen. So, jetzt muss ich erstmal schauen. guck, das Schiff ist leicht beschädigt. Schwebebahn fehlt mir ja noch einer, ne?
Dann würde ich ihn jetzt erstmal, würde ich den erstmal hierhin schicken, oder? Mhm. Ja, dauert immer 5. Das ist jetzt ein Dorn in deiner Seite, wa? Das soll ich machen, ne? Tja. Forschungslabor. Die machen alles kaputt. Ah, und sie versuchen per Bodenangriff. Rechts sind deine Verteidigungseinheiten. Och, ja. Danke, danke. Genau. Gut gemacht. Aber es liegt auch daran, dass ich echt gut hier... Ja, ja, genau. Deine Infanteriekaserne, die läuft und du hast noch eine Bürgermiliz da rumlaufen und so. Also die, ja. Ich nehme erstmal den hier, ne? Für Kolonien. Ja, würde ich auch vorschlagen. Und jetzt kommt wieder der große Moment. Es ist wieder Zeit für die Shift-Taste. Könnt ihr jetzt gerade nicht sehen, aber die rauchenden Denkwolken über Jans Kopf, die nehmen gerade massiv an Dichte zu. Wie jetzt nein? Ja, das ist Universalsprache. Da kommt keiner mehr hin. Ach so. Nein. Aus! Warte. Finde ich gut. Halt, stopp. So, Ich hoffe, dass sich dieser Name nicht noch zusätzlich negativ auf die Moral der Bevölkerung dort auswirkt. Da gehe ich nicht von aus. Ja, aber, ne, halt, stopp, hat dann natürlich auch bald Industrie, ist klar. So, wir machen jetzt hier erstmal ganz schön... Ja, halt so den ganzen Standard wieder, ne? So. Was kommt? Ey, wisst ihr was? Atmosphärenerneuerer wollen die. Ah, also... Kreisel, Destabilisator. Das ist ein Spezialsystem, womit dann das jeweilige Zielschiff so im Kreisel rumgewirbelt wird. Und so. Das ist eigentlich ganz, ganz lustig, aber nicht unbedingt sehr nützlich. Worüber ich jetzt gerade nachdachte, ist eben auch noch Schutzschild Klasse 1. Das ist schon so eine Geschichte, die. Aber ist das nicht voll die Billigtechnologie? Kann ich die nicht im ersten Schritt bauen? Die wollen jetzt meinen Atmosphärengenerator und der war echt teuer. 2000 oder so. Und die bieten mir diese Pisse an? Meine ich. Ja, also es ist. Ja, aber du solltest halt bloß irgendwann mal gucken, eben auch selber Schutzschilde noch zu entwickeln. Aber die sind jetzt für Planeten, die Schutzschilde, ne? Nee, die sind für Schiffe. Für Schiffe auch, ja, ja. Gut. Ich habe ja aber schon diese Panzerung. Das stimmt. Aber die schützt mich wahrscheinlich nur vor Raketen oder so, aber nicht vor Beams, oder wie ist das? Bin gerade nicht ganz sicher. Aber also zumindest wirkt beides eben zusammen bei der Verteidigung eines Schiffes. Insofern kann es eben auf lange Sicht überhaupt nicht schaden, auch mal Schutzschilde zu haben. Okay, dann machen wir's. Und weißt du, was mir jetzt einfällt? Mm. Kann ich nicht den anderen, die bitten, mich zu unterstützen im Krieg? Du könntest sie darum ersuchen. Du kennst dieses Wort noch, ne? Das sagt dir was von eben, von letzter Woche. Ja, ersuchen. Kriegserklärung gegen. Jetzt müssten wir bloß gerade wissen, wie dieser Anführer heißt. Gray Morin heißt ja, der. Ja, ist das so? Mhm. Okay. Okay, ich weiß es ganz im Ernst, Schlangenzunge. Ja? Könnten die, wenn ich sie dazu auffordere, könnten die das auch im falschen Hals bekommen? Wie realistisch ist das? Also, eine Kriegserklärung würde ich sagen, nicht. Also würde jetzt dann nicht kommen. Sie könnten halt irgendwie die Verträge, die wir laufen haben, kündigen. Die könnten wir bei späterer Gelegenheit aber eben auch wieder dann neu machen. Kann ich gucken, ob die verbündet sind mit denen? Spielt das überhaupt eine Rolle? Jetzt auf diesem Bildschirm nicht. Spielt nicht unbedingt eine Rolle. Wenn sie dich sehr lieb haben, dann werden sie es eben tun. Ne? Ich glaube, das reicht mir noch nicht an. Egal, ich muss auch mal selber mich um meinen Scheiße kümmern. Ich bin ja selbst schuld. Du bist zu vorsichtig. Hey, das sind doch Scheißer, die haben doch nichts, die kriegen doch nichts gerissen von ja, der Technologie. Ja, aber wenn auf einmal zwei Scheißer mich angreifen. Ja, stimmt schon. Aber ich meine, sollen sie Remastered blockieren oder was? Ach, alles ist schlimm. Es tut mir leid. Also, es tut mir leid, dass dein Praktikant vorhin gesagt hat. Oh. Infanteriekaserne. Was? Die haben einen Infanteristen getötet. Ach so, ja, okay. Ja, man kann eben auch einfach so Bomben auf die Planeten rieseln lassen und dann unter Umständen wird eben auch irgendwann mal ein bisschen Bevölkerung dran glauben und so. Ach, verfickt nochmal, ey. Wie lange brauchen die denn hier noch? Du könntest ja auch die Daloks einfach mal ansprechen und fragen, ob sie denn vielleicht Frieden mit dir haben wollen. Nee, falscher Ach, Bildschirm. Ja, das ist doch irgendeine Kacke.
Ja? Vertrag vorschlagen? Hm? Du könntest ihm auch was schenken. Ja? Ja. Das heißt jetzt aber nicht, dass er den Friedensvertrag annimmt. Ohne Scheiß, ne? Ich zerficke die aus diesem Fick-Universum, ey. 200 Millionen ist... Ich raste aus hier, wirklich. Naja, ich krieg hier gleich wo die Kollaps. Herkamen, gibt's ja noch mehr. Ja. Du könntest natürlich jetzt auch wirklich deine Produktion wirklich dahin ausrichten. Scheiß doch auf den Forscher, der da noch ist bei Ursa. Ja, guck mal. Einfach voll auf Produktion gehen. Die Forschung läuft ja immer noch so ein bisschen. Minus 4. Oh nein. Arbeiter der Kleckens entdeckten neue Mineral. Dann zieh mich jetzt alles nicht wegen meinem Krieg hier. Wow. Fick der Scheiße. Du, selbst wenn du Remastered ganz einbüßt, kannst du es auch immer noch neu gründen. Du bist so ein Affe. Ich hatte das alles im Griff hier. Hätte ich das geahnt, hätte ich das gewusst. Ja, wie? Hab ich doch gesagt, dass das kommen kann. Dauert ja noch Jahre hier. Ja. Aber ich meine, die Bevölkerung wird schon durchhalten. Oh Gott, drei Millionen Menschen. Oh, hoppla, das ist dann doch einiges. Ja, ich krieg auf Remastered eh nichts mehr geschissen. Das dauert das wahrscheinlich du noch 80 Jahre. Du könntest ihn jetzt nochmal um Frieden bitten. 18 verfickte Tage dauert das noch. Bitte ihn doch nochmal um Frieden. Ey, ganz, ich will das eigentlich gar nicht. Eigentlich will ich keinen Frieden. Ja, aber es war doch viel zu früh. Könntest ihm ja auch Dimensionsportal als Technologie anbieten. Oh, ja. Er versucht es nochmal. Du hast auch nur noch einen People da stehen. Und der jetzt gefallen ist. Es ist ihr Planet. Ohne Scheiß, ne? Ja? Das ist eine... Das regt mich gerade voll auf, wirklich, ey. Du kannst ja neu laden. Nein! Das macht mir wirklich wahnsinnig. Ich hatte das hier voll im Griff. Ja. Fickte Scheiße. Ja, jetzt nicht mehr. Allerdings bedenke die Leute, die auf Remastered 1 sitzen, das sind immer noch Bulrati. Die könnten auch immer noch aufständisch werden und dir diesen Planeten zurückerobern. Glaub mal, ich komm da mit meiner vollen Ladung. Ich werde die sowas von wegbumsen, ne? Mit deiner... Ich kenne jetzt wirklich gar nichts mehr. Ich bin jetzt sowas von... Die werde ich zerstören. Mhm. Was du übrigens auch bauen solltest, ist ein Transportschiff. Das bringt nämlich die Truppen, die dann für den Bodenkampf verantwortlich sind, mit. Dann kannst du einen Planeten nämlich einnehmen damit. Jetzt muss ich mal gucken, wie viel Kohle ich habe. Ist ja echt gesunken, aber ich muss jetzt langsam mal hier ein bisschen Gas geben. Weißt du, was du auch machen könntest? Meine Tipps nehmen zu, oder? Du könntest die Alkarium eine Allianz bitten. Dann würden sie... Haben wir nicht eine schöne Allianz? Nee, ihr habt einen Nicht-Angriffspakt. Fuck. Falsche Bildschirm. Ach, jetzt ist mein einer Leader tot oder ist der im Pool? Achso, nee, der ist tot. ich raste aus. Ah ja, der war ganz gut, ne? Ja, stimmt. Vertrag vorschlagen. Allianz. Yeah. Tod unseren Gegnern. Das heißt, er wird gleich von sich aus Krieg mit den Daleks anfangen. Korrekt. Und dir helfen. Mehr als korrekt ist das. Ja, finde ich auch. Deswegen sterben sie auch als letztes. Keine Sorge, man büßt schon mal eine Kolonie ein. So ist es ja nicht. Das wäre mir ja nicht passiert, wenn ich das geahnt hätte, was du mir andrehst. Ich habe dir gesagt, Vorsicht, die können dir Krieg androhen. Also, habe ich das gesagt? Ist so viele Wochen her inzwischen. Ey, komm, also so ganz ohne Konflikt kannst du ja auch nicht auskommen, ne? Bin ich entlassen? Ich muss gerade echt das alles erstmal verstehen. Aha. Oh nein. Ja, der nimmt Kontakt mit uns auf. Aber erst nämlich nur als... Und auch die. Das Spiel ist... Ah, da haben wir sie wieder. Guck mal gerade auf... Ah, wir haben einen ersten Wutz. Hä? Remastered 1? Ja. Was habe ich gesagt? Nein, sie haben es sich echt wiedergeholt? Ja. Was seid ihr für geile Wichser? Das sind Rebellen.
Yes. Ja, die Sache ist nämlich die, wenn man einen Planeten einnimmt, dann dauert es ziemlich lange, bis man die ganzen Leute unterwirft, die da dann noch sind. Und in der Zeit kann das dann wirklich jederzeit passieren, dass dir der Planet zurückerobert wird. Sache ist natürlich die, dass jetzt wahrscheinlich immer noch ein Schiff im Orbit ist, das dann wieder draufbombt, aber gucken wir uns mal gleich an. Wir schauen mal. Ah nee, ist nicht. Okay, prima. So, hast du wunderbar zurückerobert, du könntest es ja nochmal mit einem Friedensangebot versuchen. Aber ganz im Ernst, ne? Nein. Woher kommen eigentlich die ganzen Menschen da jetzt wieder? Ja, waren ja viele da, ne? Ach ja, es waren immer noch viele da, das stimmt. Guck mal, ist doch alles wieder gut. Na. Ich bin immer noch vollkommen enttäuscht. So, Du hast ein bisschen zu wenig Nahrung dadurch, dass... Die greifen meine Heimatgalaxie an. Holy shit, haben die viel. Was ist das denn? Ja, ist das deine Heimatwelt? Ja, Ursa. Ursa 2. Also es ist nicht meine Heimatwelt, aber es ist in meiner Heimatgalaxie. Okay. Also, System. Ja. Ist das deine Heimatwelt? Ich glaube es nicht, ey. Ich glaube es, nein. Aber wer kann denn auch ahnen, dass du Krieg mit denen anfängst? Das ist... Ja, da ist halt ein bisschen was... What? Ach du Scheiße! Und auf Ursa... Ich kotz ab, wirklich, ey. Ja, nun biet ihnen doch Frieden an. Ja, jetzt sind halt zwei Planeten gerade blockiert. Aber ich müsste doch... Woods 1K muss doch fertig gebaut worden sein. Ach so, deswegen hieß es auch gerade, dass du dich auch für einen Kampf entscheidest, was du dann aber weggedrückt hast. Ah nee, das war wegen deines Speers. Wo ist denn... Ach so, der ist bei Schwebebahn, oder? Ja, genau, okay. Das ist ein Wurz. Mit dem kannst du mal zu Ursa fliegen, dann verlassen sie das System unter Umständen eben auch deswegen dann schon wieder. Boah, -7 weniger. Boah, fuck, Alter. Also erstmal frage ich mich, warum die nicht sofort hier mitmachen. Ja, du könntest sie drum ersuchen. Erstmal gucke ich jetzt, ob die erstmal Frieden wollen. Erstmal kannst du gucken, ja. Mit einem Vertragsbrecher schließen wir keine Verträge. Ihr habt den Vertrag gebrochen. Ich ersuch's ja, das also. Stimmt, ja. Der Grey Moron. Yes. Mhm. Ah, scheiße, haben wir mit denen keine Verträge mehr. Nee, die waren auch weg. Ja, aber es kann sein, dass die Verträge dann erhalten bleiben, aus welchem Grund auch immer. Das gefällt mir. Okay, naja, egal. Haben wir die schon mal wieder an Bord und die Menschen haben wir eh. Was wollen die hier? Kann man dem was machen? Das ist eben vor allem ein industrielles Volk, deswegen wenn, dann glaube ich eher Handelsvertrag. Ja, genau. Hm. Die sind unkreativ. Das bedeutet, die kriegen dann aus jedem Forschungsfeld immer zufällig eine Wissenschaft. Das ist auch geil. Ja. Achso, das war ja hier eher... Ey, hör auf, Lügen in die Welt zu setzen. Mach mich wahnsinnig hier. Genau. Die Sakra ist dieses Dinosauriervolk, die leben unterirdisch. Das bedeutet, dass sich ihre maximale Bevölkerungszahl verdoppelt auf jedem Planeten. Okay. Schätzungsweise könnten das deine Endgegner werden. Ja, wenn ich erstmal hier die Affen platt mache. Ich bin gerade, ich habe das Gefühl, das wird alles nichts mehr. Ja, keine Sorge. Also ich schicke jetzt den Wutz-Typen mal rüber. Ja, auf jeden Fall. Und zwar sofort. Mein Kichern wird darfst du jetzt nicht deuten. Nein, ich meine jetzt mal ernst. Okay. Mein Wutz-Schiff wird es von die, was war Wutz nochmal? Das war das. Das war Cruiser. Das kleinste. Nee, Dick war Wutz war das kleinste. Ja, Wutz war das kleinste, deswegen das ist keine es jetzt Chance eben auch haben, schnell ne? Gegangen. Ja, aber alleine seine Präsenz wird die anderen Leute vielleicht schon das Fürchten lehren. Ansonsten könntest du es ja mal mit einem Gefecht versuchen. Ich weiß bloß nicht, ob Wutz da dafür schon in der Lage ist. Oh, jetzt greifen sie auch die Remastered-Leute wieder an. Oh. Ah, die sind abgezogen von hier. Ah, okay, guck mal, die haben gesehen, dass Wutz im Marsch ist. Eine Scheiße ist das, ey. Die sind aber auch schnell unterwegs, muss ich sagen. Jetzt habe ich immer wieder mein Nahrungskontingent im Griff. Und ja, ist dann ein bisschen blöde, da dann immer ewig seine Siedler rumzuschicken und so, wenn dann
der Gegner ständig den Planeten wechselt, bei dem er dann eine Blockade ausübt. Ja. Ja, nun gut, ich muss jetzt einfach hoffen, dass halt Stopp so langsam in die Gänge kommt. Schwebebahn ist ja auch im Prinzip im Gang. Da brauche ich noch einen zweiten Wutz und dann schauen wir mal weiter. Oh, den Sakra. Wenn ich das jetzt ablehne? Dann könnte es heißen, aus ist es mit der Allianz. Okay, dann ist ja egal, weil die sind ja weit weg von mir. Ja, ich hoffe es. Hatte ich mit denen einen Vertrag? Mit den Sakra? Ja, fuck, hatte ich. Ja, aber der hat sowieso noch nichts abgeworfen. Okay. Die Sakra sind die Weißen hier, ne? Ja, genau. Ja, die sind ja eh weit weg. Kann mir nichts passieren erstmal. Ja, es ist echt zu hoffen. Hier ist aber, also es ist echt viel los hier. Naja, okay. Ja, es ist auch sehr viel Volk in so einer kleinen Galaxie. Bombardiert, aber ist nichts passiert. Witzig. Ja, offenbar. So, du könntest auch den Wutz ja wiederum nach Remaster schicken, wobei ich dann das Gefühl habe, dass sie dann wieder nach Ursa zurückfliegen. Genau, ich werde jetzt erstmal um meine Schiffe, wenn die raus sind, im Ursa sammeln und erst wenn ich zwei Wutz und einen Dick habe, dann würde ich sie angreifen. Ein Satz, der so noch nie gesagt wurde. Remastered 1 zerstört. Remastered 1 ist einfach zerstört worden. Ja. Ja, wenn man lang genug rumbombt, dann passiert das eben. Ich kann nichts machen. Ich gehe jetzt da auch nicht rüber. Ich brauche eh ein Kolonieschiff, ne? Du könntest den da mal einfach zu deren System schicken, den Wurz. Nach Dira? Na, aber Wurz kann ich. Ich warte echt, bis ich meine Dinge habe. Ja? Oh, nicht ja. Nicht Angriffspakt. Ist okay. Hauptsache rückenfrei. Das sind, glaube ich, die Orangenen da, ja. Ja. So, die brauchen noch einen Turn. Guck mal. Dann kann ich mit einer großen Flotte da hingehen. Getauft Wutz 1K. Zweimal. Dick 2K, yay. Ja, und wo ist das andere Schiff? Achso, das ist schon bei Rosa. Ja, genau. Okay. So, wir beenden jetzt die Folge aber. Sind schon leicht drüber. Und ich habe zu spät angedrückt. Ja. Und in der nächsten Folge werden wir den Rückschlag durchführen und die Typen aus der Galaxie bumsen. Ja, ganz im Ernst. Die werden echt den nächsten Morgen nicht erleben. Ja. Ciao. Bumm.